Ja, und dann wollen wir auf die langen Vorrede aufhalten. Herzlich willkommen, vielen Dank für Ihr Interesse. Schauen wir mal. Dankeschön. Das schönste Herz von einem unbekannten Verfasser. Es war einmal ein junger Mann, der stellte sich auf den Marktplatz und erklärte, dass er das schönste Herz im Ort habe. Eine große Menschenmenge versammelte sich und sie alle bewunderten sein Herz, denn es war perfekt. Es gab keinen Fleck oder Fehler an ihm. Ja, sie alle gaben ihm recht, er hatte wirklich das schönste Herz, das sie je gesehen hatten. Der junge Mann war sehr stolz und prahlte noch lauter über sein schönes Herz. Plötzlich tauchte ein alter Mann vor der Menge auf und sagte, nun, dein Herz ist nicht annähernd so schön wie meines. Die Menschenmenge und der junge Mann schauten das Herz des alten Mannes an. Es schlug kräftig, aber es war voller Narben. Es hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch andere ersetzt worden waren. Aber sie passten nicht richtig und es gab einige ausgefranste Ecken, genauer gesagt, an einigen Stellen waren tiefe Furchen, wo ganze Teile fehlten. Die Leute starrten ihn an. Wie kann er behaupten, sein Herz sei schöner, dachten sie. Der junge Mann schaute auf das Herz des alten Mannes, sah dessen Zustand und lachte. Du musst scherzen, sagte er, dein Herz mit meinem zu vergleichen. Meines ist perfekt und deines ist ein Durcheinander aus Narben und Tränen. Ja, sagte der alte Mann, deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen. Jede Narbe steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich reiße ein Stück meines Herzens heraus und reiche es ihnen. Und oft geben sie mir ein Stück ihres Herzens, das in die leere Stelle meines Herzens passt. Aber weil die Stücke nicht immer ganz genau passen, habe ich einige raue Kanten, die ich sehr schätze, denn sie erinnern mich an die Liebe, die wir teilten. Manchmal habe ich auch ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass mir der andere ein Stück seines Herzens wiedergegeben hat. Das sind die leeren Furchen. Liebe geben heißt manchmal auch ein Risiko einzugehen. Auch wenn diese Furchen schmerzhaft sind, bleiben sie offen und auch sie erinnern mich an die Liebe, die ich für diese Menschen empfinde. Und ich hoffe, dass sie eines Tages zurückkehren und den Platz ausfüllen werden. Erkennst du jetzt, was wahre Schönheit ist? Der junge Mann stand still und Tränen rannen über seine Wangen. Er ging auf den alten Mann zu, griff nach seinem perfekten Herzen und riss ein Stück heraus. Er bot es dem Alten mit zitternden Händen an. Der alte Mann nahm das Angebot an, setzte es in sein Herz. Er nahm dann ein Stück seines alten, vernarbten Herzens und füllte damit die Wunde in des jungen Mannes Herzen. Es passte nicht perfekt, da es ausgefranste Ränder hatte. Der junge Mann sah sein Herz an, nicht mehr perfekt, aber schöner als je zuvor, denn er spürte die Liebe des alten Mannes in sein Herz fließen. Sie umarmten sich und gingen weg, Seite an Seite. Narben auf dem Körper bedeuten, dass man gelebt hat. Narben auf der Seele bedeuten, dass man geliebt hat. Sonderbar ist dieses Leben, sonderbar sind diese Leute. Was sie gestern arg verdammten, loben sie voll Liebenbrunst heute. Was genial sie heute preisen, taten morgen sie als kläglich. Selten wechseln sie die Wäsche, ihre Meinung nur aber täglich. Peter,
Herrn Ritzes Armbanduhr ging ständig vor. Also ging er Punkt 4 zu einem Uhrmacher, dessen Uhr allerdings auf 3:45 standen. Guten Tag, sagte er zu dem freundlich reinblickenden Herrn. Ich möchte Sie um eine Gefälligkeit bitten. Könnten Sie mal diese Uhr auseinandernehmen? Denn so hat es wirklich keinen Sinn. Der so Angesprochene nahm das kleine Kunstwerk behutsam in die Hände und begann mit einem kleinen Schraubenzieher, den er vom Tisch nahm, die Deckelklappe auf der hinteren Seite der Uhr zu lösen. In hohem Bogen sprang sie ab. Der Mann entwickelte ein ungeheures Geschick, mit wenigen Drehungen des Schraubenziehers immer näher an das Herz des Chronometers vorzubringen. Hups, sagte er, als ihm wieder ein Zahnrad heruntergefallen war. Gemeinsam fanden sie fast alles wieder. Ein Zahnrad löste sich nach dem anderen aus dem Gehäuse. Und was auf dem schwarzen Tuch an Zubehörteilen ausgebreitet war, übertraf alle Erwartungen. So, sagte der freundliche Herr, gleich haben wir es geschafft. Herr Ritze fragte, ob es genügen würde, wenn man die Uhr gründlich reinige. Wer weiß, sagte der andere, das kommt immer darauf an. Damit kniete er nieder und suchte einen Zeiger. Unglücklicherweise war es der Kleine. Er fand aber dafür ein paar kleine Federn, zwei Scheiben von einem Millimeter Durchmesser und schließlich auch den Zeiger, der in der Mitte durchgebrochen war. Herr Ritze tat ihm seine Bewunderung kund. Welch feines Fingerspitzengefühl er entwickelt hatte, alles das auseinanderzunehmen, was doch alles zu so einer kleinen Uhr gehört. Ja, sagte der andere und rieb sich die Hände. Ich bin auch ganz erstaunt. Herr Ritze wagte zu scherzen. Werden Sie nicht ganz nervös bei dem Gedanken, das alles wieder zusammensetzen zu müssen? Dieser zog die Augenbrauen hoch. Wer? Ich? Na ja, schließlich sind Sie ja der Uhrmacher. Nee, ich bin Friseur. Ich wollte nur meine Uhr abholen. Aber wenn Sie einen Augenblick warten, der Uhrmacher kommt gleich aus der Werkstatt zurück. Aber ihre Eltern haben sie Auguste getauft.
denn an dem Tag, an dem sie geboren wurde, starb Oma Auguste. Und um das Unglück komplett zu machen, rufen sie ihre Kleine immer Gustel. Dann stampft sie mit den Füßchen auf den Boden und ruft: Ich will nicht Auguste heißen und Gustel schon gar nicht. Wenn sie auf dem Spielplatz gefragt wird, wie sie heißt, antwortet sie: Marie, ich heiße Marie. Doch dann kommt ihre Mama und ruft: Gustel, komm, wir wollen nach Hause. Und alle Kinder lachen. Als sie in die Schule kommt, wird es nicht besser. Ihre Schulkameraden heißen Irina, Joelle, Sabrina, alle haben schöne Namen. Die Lehrerin sagt natürlich nicht Gustel zu ihr. Wenn sie dann laut sagt: Auguste, komm nach vorne an die Tafel, husten alle los. Die Lehrerin schimpft zwar, aber die Kinder hören nicht auf sie. Eines Tages kommt ein neuer Schüler in die Klasse. Die Lehrerin stellt ihn vor: Kinder, das ist euer neuer Mitschüler. Er heißt August. Sofort fangen alle an zu feixen. August, dummer August, rufen sie. Doch August lacht mit und schaut seine neuen Kameraden fröhlich an. Die Lehrerin schaut streng in die Runde. August, du setzt dich am besten in die letzte Reihe zu Auguste. Der kleine August marschiert nach hinten, strahlt Auguste an und sagt zu ihr: Was ist denn schon ein Name? Wollen wir Freunde sein? Von nun an sind die beiden unzertrennlich und niemand hänselt sie mehr. Sie ist verletzt. Vielleicht kann man ihr in der Vogelschutzstation helfen.
Sie nimmt ihren Schal und wickelt die kleine Möwe vorsichtig ein. Nun aber schnell zur Vogelschutzstation. Dort wird die kleine Möwe Emmy gleich von einer Helferin untersucht. Sie hat sich den Flügel gebrochen, sagt sie dann. Das kriegen wir wieder hin. Behutsam schiebt sie den kleinen Flügel. Dann versucht sie, Emmy mit kleinen Fischstückchen zu füttern. Und die kleine Möwe schlägt ihre Augen auf und piept ganz leise. Na also, sagt die Helferin, deine kleine Freundin ist bald wieder gesund. Darf ich sie jeden Tag besuchen, fragt Emmy. Die Helferin schaut zu ihrer Mami. Wenn deine Mami nichts dagegen hat, kannst du gern kommen. Und wenn die kleine Möwe wieder gesund ist, bringen wir sie zusammen an den Strand. Auf ein, schreit Emmy. Sie beugt sich zu der kleinen Möwe hinunter. Werde schnell wieder gesund. Ich komme morgen und sehe nach dir. Dann verlässt sie mit ihrer Mami die Vogelschutzstation. Am nächsten Morgen muss die Mami gleich nach dem Frühstück mit ihrem Töchterchen zur Vogelschutzstation fahren. Guten Morgen, kleine Möwe, wie geht es dir heute? Begrüßt das kleine Mädchen ihre Freundin. Dass die kleine Möwe auch Emmy heißt, weiß sie nicht. Aber vielleicht ist das kein Zufall. Jeden Tag kommt Emmy mit ihrer Mami, um die kleine Möwe zu besuchen. Und bald ist sie wieder ganz gesund. Und morgen können wir sie zurück an den Strand bringen, verspricht die Helferin. Emmy kann vor Aufregung nicht schlafen und beim Frühstück kann sie gar nicht stillsitzen. Endlich ist es soweit. Die kleine Möwe Emmy sitzt schon in ihrem Transportkistchen. Nun geht es los zum Strand. Emmy weiß noch genau die Stelle, wo sie die Möwe fand. Vorsichtig wird sie freigelassen. Sie piept fröhlich und dreht eine Runde über die Köpfe der drei. Dann fliegt sie über das Meer. Aber nun ist die kleine Möwe Emmy vorsichtig. Sobald sich der Sturm wecken lässt, fliegt sie schnell an Land. Denn so ein schmerzhaftes Abenteuer möchte sie nicht mehr erleben. Und das Mädchen Emmy? Sie ist ja doch etwas traurig, auch wenn sie sich freut, dass ihre kleine Möwe wieder gesund ist. Zum Trost schenkt ihr die Mami eine kleine Möwe aus Plüsch. Sie soll Emmy heißen, wie ich, ruft sie da strahlend. Am nächsten
nächsten Morgen wollen die Kinder dem kleinen Dietrich wieder den Hut vom Kopf reißen. Da ist der Wind aber gleich zur Stelle. Er bläst seine Backen auf und pustet mit ganzer Kraft. Den Kindern werden die Haare ordentlich durcheinander gezaust. Der Wind pustet so stark, dass der kleine Willi die Zöpfe aufgehen und die Zopfbänder davonfliegen. Da erschrecken sich die Kinder und schauen zu Hüterich. Warum fliegt bei diesem Wind sein Hut nicht weg, denken sie, und laufen ängstlich zur Schule. Hüterich trottet fröhlich hinterher. Den hast du es aber gegeben, danke, lieber Wind, ruft er. Der Lehrer wartet schon auf die Kinder. Wie seht ihr denn alle aus? Ruft er wütend. Habt ihr heute Morgen keine Zeit, euch zu kennen? Schaut euch Paul an, der sieht ordentlich aus. Hüterich hat seinen Hut abgenommen und blickt den Lehrer dankbar an. Er freut sich auch einmal, ein Lob zu bekommen. Ihr anderen Kinder geht vor die Tür und kommt erst wieder herein, wenn ihr vernünftig frisiert seid, sagt der Lehrer. Die Kinder trotten mit hängenden Köpfen hinaus. Nach 10 Minuten sehen sie alle wieder ordentlich aus. Nur Lilly konnte ihre Zöpfe nicht binden, denn die Haarbänder hat der Wind. Von nun an sind die anderen Kinder ganz kleinlaut und lassen Hüterich zufrieden. Der freut sich und geht jetzt morgens fröhlich zur Schule. Doch lange kann der Frieden ja nicht dauern. Nach ein paar Tagen werden die Kinder wieder frech. Der Wind bläst nicht mehr, es war wohl doch nur ein normaler Herbststurm. Und wir haben gedacht, der Wind will uns bestrafen. Was sind wir doch dumm, lachen sie fröhlich. Und dann ärgern sie den kleinen Paul wieder. Hüterich, Hüterich, lauf geschwind, du Hüterich, rufen sie und reißen ihm den Hut vom Kopf. Da hören sie plötzlich eine tiefe Stimme. Lasst ihr wohl meinen Freund zufrieden? Werde euch Beine machen. Und dann bläst der Wind noch stärker als zuvor. Die Kinder bekommen ganz gute Wangen und die neuen Zopfbänder der kleinen Lilli fliegen in großem Bogen davon. Da bekommen die Kinder große Angst. Nie wieder werden wir Hüterich ärgern, rufen sie. Und der kleine Paul, er ist ein fröhlicher Junge, denn niemand sagt mehr Hüterich zu ihm. Doch
Elster davon fliegt. Oh je, unsere Kinder, jammert Clara und fliegt schnell näher. Traurig blickt sie ins Nest. Von ihren vier Eiern ist nur ein einziges übrig geblieben. Fritz versucht sie zu trösten. Seid ihr froh, dass wenigstens eines übrig geblieben ist. Wir können diesem Kind doch all unsere Liebe schenken. Clara beruhigt sich etwas und setzt sich auf das Ei. Und Fritz sorgt jetzt noch viel liebevoller für sie und füttert sie mit allen Leckereien, die er finden kann. Es dauert nicht mehr lange, da zwitschert Clara aufgeregt. Fritz, ich glaube, es ist soweit, es regt sich etwas. Und tatsächlich, die Eischale bricht und ein kleines Spätzlein kommt zum Vorschein. Von nun an versorgen Fritz und Clara ihren kleinen Anton, wie sie ihn genannt haben, gemeinsam und er bekommt, wie versprochen, all ihre Liebe. So wächst Anton heran und entwickelt sich zu einem prächtigen Spatzenkind. Er hat immer Hunger und die Eltern kommen mit dem Füttern kaum nach. Nun sind Clara und Fritz ja zum ersten Mal Eltern und sie haben nicht so viel Erfahrung. Aber sie sehen, dass ringsherum die anderen Spatzenkinder ihre ersten Flugversuche machen. Müsste unser Anton nicht auch langsam versuchen zu fliegen, zwitschert Clara besorgt. Fritz beruhigt sie. Das wird schon. Ich habe auch spät angefangen. Doch Anton macht keine Anstalten, das Fliegen zu versuchen. Warum sollte er auch? Er hat es doch so bequem in seinem Nest. Mein kleiner Anton, versucht es die Mutter immer wieder zärtlich. Schau mal, die anderen Spatzenkinder, sie versuchen schon zu fliegen. Willst du es nicht auch einmal probieren? Nein, nein, ich kann nicht, zittert Anton jedes Mal. Es ist so hoch, ich will nicht, ich will nicht. Also wird Anton weitergefüttert. Die anderen Spatzenkinder fliegen schon fröhlich herum und sie lachen über ihn. Das stört den kleinen Anton überhaupt nicht. Doch eines Tages, Clara und Fritz sind gerade auf Futtersuche, passiert etwas, das alles verändert. Es ist Besuch gekommen im Haus, das zu ihrem Garten gehört. Tante Charlotte ist da und sie hat ihren dicken Kater Casimir mitgebracht. Der begutachtet sofort den Garten und entdeckt oben im Baum das Nest, in dem Anton fröhlich vor sich hin zwitschert. Das wäre schon ein leckerer Rappen, denkt sich Casimir und beginnt sogleich damit, am Baumstamm hochzuklettern. Es dauert nicht lange, da ist er schon gefährlich nahe gekommen. Anton sieht ängstlich über den Rand des Nestes. Instinktiv ahnt er die Gefahr. Aber Mama und Papa sind nicht da. Er zwitschert laut, Mama, Papa, wo seid ihr? Helft mir. Aber sie hören ihn nicht. Da nimmt Anton all seinen Mut zusammen, breitet seine kleinen Flügelchen aus und fliegt davon. Der Kater Casimir schaut enttäuscht seinem entflogenen Bissen hinterher. Mist, ärgert er sich, hatte gehofft, er kann doch nicht fliegen. Und Anton, dem macht das Fliegen so einen Spaß, dass er gar nicht aufhören will. Und seine Eltern sind sehr stolz auf ihn. Krümelchen folgt ihm auf ihren kleinen Beinchen freudestrahlend entgegen
und Onkel Jens nimmt sie in den Arm. Heute ist ein Zirkus gekommen. Darf ich mit Krümelchen hingehen? Fragt Onkel Jens, Mami und Papi. Krümelchen ist begeistert. Oh ja, ruft sie und klatscht in die Hände. Mami und Papi erlauben es, denn auch Onkel Jens ist verlassen. Glücklich marschiert Krümelchen an der Hand ihres Onkel Jens zum Zirkus. Ist das schön! Am liebsten mag Krümelchen die Clowns, besonders den Dicken mit der großen Nase. Als der Zirkus aus ist, klingelt das kleine Mädchen. Onkel Jens auch Clown, ruft sie und schaut ihn bittend an. Was soll Onkel Jens tun? Er war noch nie ein Clown. Da kommt der dicke Clown an ihm vorbei. Na, kleines Mädchen, ich habe dich doch gerade im Zirkus gesehen. Oh, schön, Krümelchen strahlt ihn an. Onkel Jens auch Clown. Onkel Jens lächelt gequält. Nichts leichter als das, sagt der dicke Clown. Kommt mal mit. Gespannt folgen Onkel Jens und Krümelchen ihm. Wie staunen Krümelchen da, als sie im Zirkuswagen sind. Alles ist so bunt und vor dem Spiegel stehen Töpfe mit Farben und Pinseln. Setzen Sie sich und schließen Sie die Augen, sagt der dicke Clown. Und Onkel Jens gehorcht gespannt. Krümelchen schaut begeistert zu, wie sich ihr geliebter Onkel Jens in einen Clown verwandelt. Nach einer Viertelstunde darf Onkel Jens die Augen öffnen. Und sie werden immer größer. Er erkennt sich gar nicht wieder. Krümelchen schaut von einem Clown zum anderen. Wer ist denn nun ihr Onkel Jens? Doch Krümelchen erkennt bald, ihr Onkel Jens hat ja keinen Bauch. Onkel Jens Clown, Krümelchen strahlen. Fröhlich gehen beide nach Hause. Die Mami sieht Jens entgeistert an. Nanu, sagt sie, beinahe hätte ich dich nicht erkannt. Und Onkel Jens erzählt ihr die ganze Geschichte. Krümelchen aber will heute gar nicht ins Bett. Immer wieder muss ihr Onkel Jens Grimassen schneiden. Doch irgendwann fallen dem kleinen Mädchen die Äuglein zu. Die Mami bringt sie ins Bettchen und sie schläft gleich ein. Das war ein anstrengender Tag für Krümelchen. Im Schlaf lächelt sie. Fällt auch ein ganz besonders lustiger Witz ein.
Den erzählt er so laut er kann. Als Fritz ihn hört, fängt er tatsächlich an zu lachen. Aber es reicht leider nicht, sein Maul bleibt zu. Also erzählt Fritz nun noch einen Witz und noch einen und noch einen. Endlich, Fritz muss so laut lachen, dass er einen Schluck aufbekommt. Mit einem Hickser fliegt Fridolin in hohem Bogen hinaus und landet wieder auf dem Seerosenblatt. Na, du bist ja ein lustiger Kerl, Fritz lacht noch immer. Weißt du noch mehr so lustige Geschichten? Na klar, antwortet Fridolin. Fritz und Fridolin werden die dicksten Freunde und Fridolin erzählt einen Witz nach dem anderen. Zum Glück ist Fritz etwas vergesslich und so merkt er gar nicht, wenn er einen schon einmal gehört hat. Ich war perplex.
Samantha meinte es ernst. Sie fühlte sich wegen dieser bunten Wand tatsächlich wohl an diesem Ort. Das Kind fand inmitten der Hölle ein Haus von Himmel und darauf richtete sie ihre Aufmerksamkeit. Sie war glücklich. Ich fuhr staunend nach Hause. Diese 10-Jährige nahm ihr Leben mit dankbaren Augen wahr und das war von entscheidender Bedeutung. Ich fing an, über all das in meinem Leben nachzusinnen, worüber ich mich beklagt hatte. Mir wurde klar, dass ich so sehr mit dem beschäftigt war, was ich nicht hatte, dass ich das, was ich hatte, ganz vergaß. Während meine Aufmerksamkeit dem rostigen Metall galt, hatte ich in meinem Leben einige bunte Wandteppiche übersehen. Ich machte Samanthas Satz zu meiner Meditation und meinem neuen Lebensmotto. Ich liebe meine Wand. Die Geschichte von den Seesternen. Ein alter Mann spazierte am Strand entlang, bis er einem kleinen Jungen begegnete, der irgendetwas in die Wellen warf. Als er genauer hinschaute, sah der alte Mann, dass der Junge gestrandete Seesterne vom sandigen Strand aufhob und zurück in das Meer warf. Was tust du denn da, junger Mann? Fragte er. Wenn die Seesterne immer noch am Strand liegen, wenn die Sonne aufgeht, dann werden sie sterben, antwortete der Junge. Das ist ja lächerlich. Der Strand ist tausende Kilometer lang und es sind somit Millionen von Seesternen. Es ist egal, wie viele du zurück ins Meer werfen kannst. Es macht keinen Sinn und macht keinen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Für diesen hier, sagte der Junge und warf einen nächsten Seestern in die Welt. Die raffinierte Entschuldigung. 1981 wurde der Herausgeber einer Zeitung zu 40.000 D-Mark Strafe verurteilt. Er hatte nämlich den guten Namen des Schriftstellers Heinrich Böll angegriffen. Im 19. Jahrhundert kam man billiger weg. Der Schauspieler Beckmann hatte einen Journalisten den größten Dummkopf der Stadt genannt. Dafür wurde er vom Richter verurteilt, den Beleidigten in dessen Wohnung und vor Zeugen um Entschuldigung zu bitten. Zur festgesetzten Stunde wartete der Journalist mit seinen Freunden in seiner Wohnung, dass Beckmann sich bei ihm entschuldige. Sie brauchten nicht lange zu warten, da läutete es. Beckmann steckte den Kopf durch die halb geöffnete Tür und fragte, wohnt hier der Kaufmann Schulz? Der Journalist antwortete etwas befremdet, nein, der wohnt hier nicht. Ach, dann bitte ich um Entschuldigung, sagt Beckmann und verschwindet. Ich habe die Anleitung zum guten Leben von Josef Beuys. Lass dich fallen, lerne Schlangen zu beobachten. Pflanze unmögliche Gärten. Lade jemanden Gefährlichen zum Tee ein. Ach. Mache kleine Zeichen, die Ja sagen. Und verteile sie überall in deinem Haus. Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit. Freue dich auf Träume. Weine bei Kinofilmen. Schaukle dich so hoch du kannst. Mit einer Schaukel bei Mondlicht. Pflege verschiedene Stimmungen. Weigere dich, verantwortlich zu sein und tu dies aus Liebe. Mache eine Menge Nickerchen. Gib Geld weiter. Mach es jetzt. Es wird folgen. Glaube an Zauberei. Lache eine Menge. Bade im Mondschein. Träume wilde, fantasievolle Träume. Zeichne auf Wände. Lies jeden Tag. Stell dir vor, du wärst verzaubert. Kichere mit Kindern. Höre alten Leuten zu. Öffne dich. Tauche ein. Sei frei. Preise dich selbst. Lass die Angst fallen. Spiele mit allem. Unterhalte das Kind in dir. Du bist unschuldig. Baue eine Burg aus Decken, werde nass, umarme Bäume und schreibe Liebesbriefe.
Christian Morgenstern. Zu fällen einen großen Baum braucht eine halbe Stunde kaum. Zu wachsen, dass man ihn bewundert, braucht, Mensch bedenkt es, ein Jahrhundert. Thank you.
für den Wirt meines Stammlokals geschrieben, als der zum ersten Mal Vater wurde. Der kleine Gabriel und das Traumzaubermännlein. Der kleine Gabriel war ein aufgeweckter Junge. Zu aufgeweckt stöhnten manchmal seine Mama und sein Papa. Jeden Abend musste Mama ihm Geschichten vorlesen, aber er wollte und wollte nicht einschlafen. Noch eine rief er immer, bis ihm dann endlich erschöpft die Augen zufielen. Und am Morgen, da marschierte der kleine Kerl auf seinen kurzen Beinchen ins Schlafzimmer von Mama und Papa. Nicht schlafen, rief er laut, spielen. Die Mama seufzte dann und stand auf. Der Papa aber schlief weiter und ließ sich nicht stören, denn er kam abends sehr spät von der Arbeit nach Hause. So verging die Zeit. Gabriel wurde größer, aber noch immer wollte er nicht schlafen. Die Mama wusste bald keine Geschichten mehr und sie dachte sich selbst welche aus. Manchmal fielen ihr die Augen zu, so müde war sie. Dann rief der kleine Gabriel wieder, noch eine. Und die Mama schreckte hoch. Eines Tages sagte sie zu ihm, mein kleiner Liebling, weißt du denn nicht, was mit Kindern passiert, die nicht einschlafen wollen? Gabriel sah sie mit erstaunten Augen an. Das Traumzaubermännlein kommt nicht zu ihm. Es kommt nur zu Kindern, die ganz brav einschlafen, antwortete sie. Das Traumzaubermännlein? Was ist das? Gabriels Augen wurden immer größer vor Erstaunen. Nun, das will ich dir erzählen, begann die Mama. Jeden Abend kommt das Traumzaubermännlein zu den braven Kindern und schenkt ihnen wunderschöne Träume. Oh, zu mir soll das Traumzaubermännlein auch kommen. Bitte, bitte, bettelte der kleine Gabriel und in seinen Augen traten Tränen. Na dann musst du jetzt ganz schnell die Augen zumachen und schlafen. Dann kommt es, versprochen. Oh ja, der kleine Gabriel strahlte. Ich will gleich schlafen, ganz bestimmt. Na dann schlaf gut, mein Kleiner, flüsterte die Mama und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Ich glaube, wir werden jetzt mehr Ruhe haben, sagte die Mama zum Papa, der gerade von der Arbeit kam, und lächelte ihn an. Wie hast du das geschafft, Liebling? Fragte er zärtlich. Das ist mein kleines Geheimnis, antwortete Mama strahlend. Als der kleine Gabriel eingeschlafen war, kam auch wirklich das Traumzaubermännlein zu ihm. Hallo, kleiner Mann, sprach es. Endlich kann ich dich besuchen. Ich warte schon so lange darauf. Und dann schickte es ihm die schönsten Träume. Von nun an schlief der kleine Gabriel jeden Abend ganz schnell ein und wartete gespannt auf das Traumzaubermännlein. Sollte öfter aufräumen. Dann zieht sie die weiße Bluse an.
Unordnung, der kleine Kobold lacht leise. Denn Minna hat gar nicht immer Schuld. Unordnung macht sich nämlich einen Spaß daraus, ihre Sachen zu verstecken. Minna kann den kleinen Kobold nicht sehen, denn Kobolde sind unsichtbar. Manchmal meint sie aber, ein feines Lachen zu hören. Ach was, denkt sie dann, ich spinne. Als sie wieder einmal etwas sucht, stampft Minna wütend mit dem Fuß auf. Also, diese Unordnung muss aufhören, ruft sie laut. Morgen räume ich auf, damit hier endlich Ordnung herrscht. Nun muss ich ein kleines Geheimnis verraten. Sobald der kleine Kobold Unordnung das Wort Ordnung hört, wird er sichtbar. Minna erschrickt sich tüchtig, als plötzlich ein kleines Männchen vor ihr steht, mit einer blauen Hose, einer grünen Jacke, einer roten und einer gelben Socke. Wer bist du denn? Ruft sie erstaunt aus. Du siehst aber lustig aus. Oh, der kleine Kobold wird ganz verlegen. Ich heiße Unordnung. Ich wohne schon lange hier. Aber wenn du jetzt Ordnung machst, muss ich verschwinden. Minna überlegt und schaut Unordnung an. Eigentlich habe ich auch gar keine Lust, Ordnung zu machen. Ich gehe viel lieber spazieren. Aber ich ärgere mich immer, wenn ich meine Sache nicht finde. Was machen wir denn da? Ich hab's. Unordnung strahlt sie an. Wenn ich etwas suche, hilfst du mir, es zu finden. Und wenn du etwas nicht findest, helfe ich dir. Was hältst du davon? Minna ist von diesem Vorschlag begeistert. Das ist eine gute Idee. Aber es wäre schön, wenn ich dich immer sehen könnte. Das ist kein Problem, antwortet Unordnung. Immer wenn ich wieder unsichtbar bin, rufst du Ordnung und schon kannst du mich sehen. Von nun an leben Minna und Unordnung einträchtig in Minnas Wohnung. Manchmal trägt Unordnung nun seinen blauen Anzug mit passender Jacke und dazu zwei rote Socken. Als Minna das nächste Mal ausgeht, hat sie ihre rote Lieblingsbluse an. Und wer hat sie gefunden? Die nächste Geschichte ist mir eingefallen, als ich zum ersten Mal in einem kleinen Café saß. Darüber war meine Ferienwohnung. Die Geschichte heißt Karline. Karline wohnt in der Backstube von Bäckermeister Schubert. Der weiß das natürlich nicht, denn Karline macht sich immer mäuschenklein und ist mucksmäuschenstill. Ja, ihr habt richtig geraten. Karline ist eine kleine Maus. Hier in der Backstube fühlt sie sich sehr wohl. Immer fallen Krümel ab und sie probiert sich durch sämtliche Kuchen. Wenn sie es herzhaft mag, knabbert sie auch schon mal Brotkrümel. Aber eigentlich sind ihr die Süßen lieber. Ganz hinten in der Ecke hat Karline ihr Mauseloch. Dort hinein verschwindet sie immer, wenn sie die Schritte von Meister Schubert hört. So lebt Karline in den Tag hinein, nascht mal hier, mal da und wird immer runder. Zuerst fällt ihr das gar nicht auf, nur manchmal denkt sie, ich bin auch nicht mehr so schnell wie früher, wenn sie im letzten Moment ihr Mauseloch erreicht hat. Doch dann kommt das, was vorauszusehen war. Karline hört die Schritte von Meister Schubert, gerade als sie drei dicke Zuckersträuße verdrückt hat. Nun aber schnell, denkt sie, und läuft schwerfällig los. Schwer atmend kommt sie vor ihrem Mauseloch an. Sie will hineinschlüpfen und bleibt auf halbem Wege stecken. Es geht nicht vor und nicht zurück. So dick ist sie geworden. Oh je, Karline bekommt es mit der Angst zu tun. Sie ruckt und ruckt hin und her. Und endlich hat sie es geschafft. Erleichtert atmet Karline auf. Dann schaut sie sich an. Herrje, ihr Fell hat lauter Löcher und darunter sieht man die zerschrampfte Haut. Es brennt auch fürchterlich. Karline humpelt zu ihrem Bettchen, das sie sich aus Eierkartons gemacht hat, legt sich hinein und schläft erschöpft ein.
Als sie nach ein paar Stunden wieder aufwacht, geht es ihr schon besser. Doch da hört sie ein lautes Knurren. Das ist ihr Magen. Hat sie etwa schon wieder Hunger? Kaline sieht sich um und findet noch ein paar trockene Brotkrümel. 3 Tage nun isst sie nur die trockenen Krümel. Dann passt sie endlich wieder durch das Mauseloch. Ihr Fell ist nachgewachsen und sie fühlt sich wieder wohl. Doch sie nimmt sich fest vor, nicht mehr so viele Zuckerstreuße zu naschen. Denn noch einmal will sie das nicht erleben. Ob sie das durchhält, ich glaube es nicht. Vielleicht entdeckt ihr sie ja mal bei Meister Schubert. Der
kleine Moritz band ihn freudestrahlend an den Lenker. Danke, rief er und radelte fröhlich davon. Und Leopold, der freute sich über seine Rettung und nahm sich vor, nie wieder so stolz zu sein. Und als die beiden am Rundeplatz waren und er seine Brüder und Schwestern sah, nickte er ihm freundlich zu. Ich brauchte damit gar nicht besser zu hören als jetzt, aber ich hätte so gerne so große Ohren.
Ohren wie du. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass du deinen tollen Riesenohren gar nicht magst. Trübsinnig hingen beide ihren Gedanken nach. Sie begannen zu weinen und jammerten immer lauter und lauter. Plötzlich schrie die Maus auf. Sie hatte gehört, wie eine Löwin heranschlich. Fast lautlos war sie neben die beiden Tiere geblieben. Zu Tode erschrocken flüchtete sich die kleine Maus auf den Elefanten und schwupps hinein in einen Elefantenohr. Der Elefant stellte seine Ohren weit auf und drohte der Löwin damit. Er wirkte riesengroß. Die Löwin fand ihn plötzlich zu groß, beschloss sich nicht weiter um die beiden zu kümmern und kehrte hungrig zu ihrem Rudel zurück. Da atmete das Mäuschen doch auf, denn hätte es die Elefanten Riesenohren besessen, dann hätte die Löwin sie schon von Weitem gesehen und die Maus hätte sich wohl nicht so schnell in Sicherheit bringen können. Der Elefant atmete auf und fand nun, dass seine Ohren zwar nicht besser hören können als kleine Mausohren, aber sie taugten besser, um bedrohliche Löwinnen zu vertreiben. Und ich atme auf, weil die beiden mit ihrem Gejammer und Geschrei erst die Löwin angelockt hatten, sich dann aber in der Gefahr richtig verhalten haben. Jedenfalls ist ihnen beiden klar geworden, dass Elefantenohren für Elefanten besser sind und Mausohren für Mäuse. Auch wenn man manchmal denkt, es müsste anders sein. Oft wird es dann erst klar, wenn eine Löwin vorbeikommt, an die man bei solchem Gejammer manchmal nicht denkt. Als ich mich selbst zu lieben begann, von Charlie Chaplin, an einem 70. Geburtstag. Er lebte danach noch ungefähr 20 Jahre, er lebte nämlich von 1889 bis 1977. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnung für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben und ich habe aufgehört, grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt. Auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog. Weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus. Aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So liebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstsein. Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Applaus
Anteilnahme an diesen besinnlichen Kleinigkeiten. Vielen Dank also dafür und kommen Sie behütet nach Hause und auch weiter durchs Leben.